ganze Land und befragen die Leute zu den Themen, die so herrschen und wo ihnen der Schuh am meisten drückt. Ach so, ach so. Ja, ich würde sagen, der Schuh drückt am meisten beim Lohn, ne? Ist meine Meinung. Haben Sie das Gefühl, Sie können in der Demokratie mitbestimmen? Nein, ich wähle auch nicht. Sag ich ganz ehrlich, mach ich das Prinzip, weil ich bin der Meinung, dass das trotzdem manipulierte Wahl ist. Weil es ändert sich ja nichts. Ich komme aus dem damaligen Osten und bei uns war das ja sowieso, wir mussten ja das Kreuzzeichen machen, wo es hinkommt. Und ich bin der Meinung, dass es hier nicht anders abgeht, dass die Kreuze dann irgendwo von jemand anders noch nachträglich gemacht werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das hat auch jeder Angst, darüber überhaupt zu sprechen. Ja. Ich finde zum Beispiel ganz viele Leute... Man darf ja auch nicht sagen, wenn ich hier mal zum Beispiel was sage, es wird ja gleich als Ausländer feindlich ausgelegt. Ja. Und die Kinder, die Ausländischen, die benehmen sich hier wie Ulum, ganz ehrlich. Also die schmeißen hier Sachen vor Scheiben, was weiß ich nicht. Sag ich dann was, dann muss ich ja noch Angst haben, dass die Eltern hier anstehen und mich abstechen. Richtig, ich werde mich darum kümmern. Darf ich von Ihnen ein Foto machen? Aber natürlich, kommen Sie mal. Mein Name ist übrigens Annette. Mein Name ist Adolf, ich grüße Sie. Ich hatte nichts anderes erwartet. Die Demokratie hatte in den Jahrzehnten meiner Abwesenheit nur geringe Spuren in den Köpfen hinterlassen. Aber man könnte schon einiges verändern. Was zum Beispiel meinen Sie da? Arbeitslager. Schon Arbeitslager. Ja, ich bin so und sage das. Ja, ich auch. So wie es ist. Ja, natürlich. Um die Lager, da kümmere ich mich. Gut. Das mache ich. Ich helfe dabei. Wir haben das in etwas kleinerem immer auch schon in Deutschland das Problem. Und was sehen Sie da für Probleme in Deutschland? Ja, die Bartleute, die da verdächtig sind, die müssen rausgeschmissen werden. Wohin auch immer. Dann sollen sie runtergehen. Und sie können ja wieder nach Hause gehen. Ja, die sind ja teilweise von hier, aber trotzdem sollen sie weg. Ja, aber dahin, wo sie herkommen. Wo sie, oder die da, wo sie hinwollen, ja, da soll sie dann auch bleiben. An welche denken Sie da speziell? Ja, an diese Salafisten. Die Salafisten? Ja, weg. Es gab eine stumme Wut in der Bevölkerung, eine Unzufriedenheit mit den Zuständen, die mich an 1930 erinnerte. Nur, dass es damals dafür noch nicht dieses treffende Wort gab. Politikverdrossenheit. Wer den Mensch kennt, liebt die Tiere. Das ist richtig. Wo sehen Sie die Probleme? Hier in Deutschland. Dass immer mehr Ausländer hereinkommen. Das finde ich nicht so schön. Aber ändern können wir kleine Menschen ja eh nichts. Aber wenn sich viele kleine Menschen, kleine Männer und kleine Frauen, zusammentun und einen starken Großen wählen, dann könnte man natürlich etwas verändern. Das ist richtig. Diese Vermischung der Rassen, die passt auch nicht zusammen. Und das sieht man an dem Schäferhund. Das ist ein reiner Rassiger. Richtig. Und wenn Sie den Schäferhund jetzt mit einem Dackel mischen, was kommt dann dabei raus? Ein Schäferdackel. Und wie sieht das aus? Lustig. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, es würden sich zwei Schäferdackel miteinander paaren. Da kommt doch nie wieder ein Schäferhund raus. Da ist doch der Schäferhund dann vollkommen verloren. Richtig. Die Rasse ist doch weg. Ja. Und das ist doch das, was gerade in Deutschland passiert. Genau. Der IQ, kurz sind, der aus Afrika, wir reden jetzt nur Afrika, ja, der hier nach Deutschland rüberkommt, beträgt im Schnitt zwischen 40 und 50. Hier in Deutschland hatten wir schon mal über 80 gehabt. Sie meinen, der Intelligenzquotient, der lag früher mal bei 80. Bei 80 und teilweise noch drüber, hier in Deutschland. Ja. Und wo liegt er jetzt? Ich denke mal, der IQ liegt aber ungefähr bei maximal 60%, maximal. Aber je mehr Ausländer hier reinströmen, je niedriger wird der IQ. Wird er ja. Dann haben Sie recht. Das muss man so sehen. Eins sage ich Ihnen, und das schwöre ich Ihnen, ich lasse mich für mein Vaterland schießen, wenn es sein muss. Es reicht ein paar Stichworte wie einen Köder auszuwerfen. Und schon zappelten sie an der Leine. Da denke ich mal an Ebola. Ja, das gab es bei uns vorher nicht. Und jetzt kommen so viele da hierher. So, und jetzt gibt es bei uns den ersten Ebola-Ton. Ja, selbstverständlich. Ja, was glauben Sie, wie das alles rüberschwappt? Ja. Nur weil wir Deutschen den Mund nicht aufmachen dürfen, weil uns immer noch etwas anhängt? Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist nicht meine Meinung. Da bin ich ganz konsequent. Bin kein Radikaler. Aber ich werde mich immer auf die rechte Seite stellen. Immer. Die Marie, die Marotte, die stecken sich das Geld selber in die Tasche. Und mich wundert das nicht schon längst.
Millionen von Leuten wie Sie hier mit Fackeln und Heugabeln vor diese parlamentarischen Schwatzbuden ziehen und sagen, was macht ihr mit unserem Geld? Aber der Deutsche an sich ist nun mal kein Revolutionär. Würden Sie mir auch folgen? Ja, jetzt ist schlecht. Ich muss ja arbeiten.